freue mich mega, dass ich hier mit eigenen Augen sehen was ihr hier leistet. Es ist eine riesige Freude in einer schwierigen Zeit. Zuerst natürlich ein herzliches Beileid all denen, die Verwandte oder Bekannte verloren haben in dieser grossen Katastrophe. Wir fühlen mit euch mit. Und wo die IBO mir angerufen hat und gesagt hat, es könnte eine Hilfsaktion geben, bin ich natürlich sofort bereit gewesen, zum Mithelfen. Weil für uns ist dann natürlich, ich bin stolz darauf, dass auch die türkische Gemeinschaft in der Stadt Schaffhausen da einen wichtigen Beitrag kann leisten kann, um das Leid, das unermessliche Leid in der Türkei und in Syrien ein klein bisschen zu lindern. Das ist doch ein Lichtblick für mich auch. Und ich bin froh, dass das so gut klappt, dass so viele Leute kommen, die helfen. Das ist nicht selbstverständlich und zeigt die grosse Solidarität auf, die sehr wertvoll ist, vor allem wenn es einem nicht gut geht. Ich möchte mich auch herzlich bedanken bei den Unternehmen, die hier mitgeholfen haben, zum Lastwegenstellen, Pflanzer und Schöfli. Das ist auch nicht selbstverständlich, aber die sind gerade parat und haben gesagt, sie helfen gerne mit. Und so können wir hoffentlich, wie gesagt, einen kleinen Beitrag leisten. Danke vielmals euch allen für euren grossen Einsatz und ich bin dann gespannt zu hören, ob die Ware auch ankommen ist am Schluss. Wir werden ja sicher alle über Botschaften informiert, ob das geklappt hat, aber ich bin zuversichtlich und hoffe jetzt für alle für euch, dass ihr nicht zu viele Leute verloren habt in seinem Umfeld. Und, die Krise, die jetzt hier herrscht, natürlich so schnell wie möglich kann, gelöst werden, ist anspruchsvoll. Es ist eine riesige Dimension, die wir uns fast nicht vorstellen können. Und wie gesagt, unsere Gedanken sind mit euch. Der Stadtrat wird am Dienstag auch noch mehrere tausend Franken beschliessen, um über Glückskette ins Krisengebiet zu zahlen, wo wir auch mit dem Beitrag leisten, um einen kleinen Beitrag, zum, wenn das alle, wenn wir viele kleine Beiträge zusammen können, gibt es am Schluss auch einen grossen Beitrag. Also nochmal danke vielmals. Danke vielmals. Liebe Kollegen, es ist wirklich so, am ersten Tag habe ich Peter angerufen und er ist sofort für uns da gewesen, hat mit Firmen Kontakt aufgenommen, hat mir zurückgeschrieben, sogar als ich am Arbeiten war, als er mich nicht erreicht hat über das Telefon, hat er mir ein Mail gemacht. Ich habe wirklich gemerkt, dass er mit dem Herz und Blut von Anfang an dabei war. Und von meiner Seite her auch herzlichen Dank für alles. Danke vielmals.